Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für Löwe könnte sich heute eine außergewöhnliche Gelegenheit ergeben, vor allem im Bereich der Heimarbeit. Diese Gelegenheit könnte mit einem metaphysischen Thema zu tun haben und sich mit deinen Interessen und Leidenschaften decken. Die Chancen stehen gut, dass dieses Unternehmen schnell an Fahrt gewinnt, vor allem, wenn Freunde oder frühere Geschäftspartner Interesse an einer Beteiligung bekunden. Ihre Beteiligung könnte wertvolle Fähigkeiten und Ressourcen mit sich bringen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Vorteile durch gemeinsame Anstrengungen zu dieser Zeit besonders begünstigt werden. Bereite dich auf eine vielversprechende Zukunft vor, die sich ab jetzt entfalten könnte. Ergreife diese Chance und ziehe sie ernsthaft in Betracht, denn sie könnte zu bedeutenden Errungenschaften und persönlicher Zufriedenheit führen. An der persönlichen Front könntest du nachdenklich oder beschäftigt erscheinen, auch wenn dein Geist nicht besonders belastet ist. Diese Beobachtung unterstreicht, wie wichtig es ist, Praktiken wie Yoga in deinen Alltag einzubauen. Yoga wirkt sich nicht nur positiv auf den Körper aus, sondern soll auch den Geist beruhigen, damit du präsenter und engagierter bist. Unter den verschiedenen Schulen und Stilen gibt es bestimmt eine, die zu dir passt. Diese Optionen mit Hilfe von Online-Videos zu erkunden, kann ein bequemer und aufschlussreicher Einstieg sein. Yoga kann dir neue Erfahrungen eröffnen und einen dringend benötigten Ausgleich zu deinem Leben bieten. Die Kommunikation, vor allem am Telefon, erfordert heute besondere Aufmerksamkeit. Achte in Gesprächen darauf, dass du alle Details genau verstehst und klärst. Das ist wichtig, damit es nicht zu Missverständnissen kommt oder du aufgrund von übersehenen Bedingungen oder Einschränkungen benachteiligt wirst. Wenn du wachsam bist und dich in allen Gesprächen um Klarheit bemühst, kannst du potenzielle Probleme vermeiden und sicherstellen, dass du über die Angelegenheiten, um die es geht, umfassend informiert bist. In deinen persönlichen Beziehungen, insbesondere mit einem aktuellen oder zukünftigen Partner, sind Ehrlichkeit und Offenheit der Schlüssel. Deine wahren Gefühle hinter körperlichem oder emotionalem Unbehagen zu verstecken, ist nicht hilfreich. Stattdessen ist es wichtig, die Emotionen auszudrücken, die du verheimlicht hast. Egal, ob es sich um Trauer, Frustration oder andere tiefsitzende Gefühle handelt, das Aussprechen dieser Gefühle ist entscheidend für dein Wohlbefinden und die Gesundheit deiner Beziehung. Wenn du deine wahren Gefühle preisgibst, kann das zu Heilung und einer tieferen Verbindung führen. Schließlich solltest du unter dem Einfluss des Jungfrau-Mondes ein Gleichgewicht zwischen Disziplin und Kreativität anstreben. Dieses Gleichgewicht wird besonders wichtig, wenn der Abend naht und der Mond in Opposition zu Neptun steht. Dieser astrologische Aspekt kann zu Selbstkritik führen und es schwierig machen, den Wert deiner Arbeit anzuerkennen. Wenn du an deinen Fähigkeiten oder Erfolgen zweifelst, solltest du einen Schritt zurücktreten. Gib dir die Erlaubnis, dich zu entspannen und neu zu formieren. Denke daran, dass es kontraproduktiv sein kann, zu hart mit dir selbst umzugehen. In dieser Zeit ist es wichtig, dass du deine Fortschritte und Bemühungen anerkennst, anstatt dich auf Perfektion zu fixieren. Wenn sich die Sterne zu deinen Gunsten ausrichten, bereite dich auf ein außergewöhnliches Ereignis vor, den größten Sieg deines Lebens. Das ist keine Übertreibung, sondern ein Blick auf die kosmischen Kräfte, die eine bedeutende Veränderung deines Schicksals ankündigen. In den kommenden Tagen wirst du dich am richtigen Ort und zur richtigen Zeit wiederfinden, wo Gelegenheiten nicht nur anklopfen, sondern geradezu durch die Tür platzen.
Dieser Gewinn kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, sei es ein persönlicher Erfolg, ein beruflicher Durchbruch oder sogar ein unerwarteter Geldsegen. Denk daran, dass Erfolg nicht nur mit Glück zu tun hat, sondern auch mit der Bereitschaft, den Moment zu nutzen. Sei wachsam, bleibe positiv und vor allem, glaube an dich. Deine harte Arbeit und dein Durchhaltevermögen werden sich in einer Weise auszahlen, die du dir nie vorstellen konntest. Nimm diese Phase mit offenen Armen auf und lass das Universum seine Magie wirken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag für Löwe das Potenzial für aufregende Geschäftsmöglichkeiten, die Notwendigkeit klarer Kommunikation, die Bedeutung von Ehrlichkeit in Beziehungen und ein Gleichgewicht zwischen Disziplin und kreativer Entfaltung mit sich bringt. Wenn du dich diesen Aspekten mit Offenheit und Achtsamkeit stellst, kann das zu persönlichem Wachstum, erfolgreichen Unternehmungen und erfüllenderen Beziehungen führen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Stern ist ein Symbol der Hoffnung, der Inspiration und der spirituellen Führung. Er steht für ein Gefühl der Erneuerung, Gelassenheit und eine Verbindung zu einer höheren Weisheit. Für den heutigen Tag deutet der Stern darauf hin, dass du dich in einer Zeit des Optimismus und der Heilung befindest. Es ist ein Tag, an dem du an deine Träume glauben und deiner Intuition folgen solltest. Vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen. Die Königin der Münzen verkörpert Sachlichkeit, Überfluss und nährende Energie. Sie wird oft mit finanzieller Stabilität und der Fähigkeit in Verbindung gebracht, für sich und andere zu sorgen. Heute ermutigt dich die Königin der Münzen zu einem verantwortungsvollen und fürsorglichen Umgang mit deinen materiellen Angelegenheiten. Es ist an der Zeit, deine Ressourcen weise zu verwalten und dein finanzielles Wohlergehen in den Vordergrund zu stellen. Der König der Schwerter ist eine Karte des Intellekts, des klaren Denkens und der selbstbewussten Entscheidungsfindung. Diese Karte steht für eine Person, die logisch und rational ist und faire und weise Entscheidungen treffen kann. Für den heutigen Tag legt der König der Schwerter nahe, dass du Situationen mit einem scharfen, analytischen Verstand angehen solltest. Sei objektiv und triff Entscheidungen auf der Grundlage von Logik und Vernunft. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag des Gleichgewichts und der Integration von Hoffnung, Praktikabilität und klarem Denken hin. Der Stern steht für Hoffnung und Inspiration, die Königin der Münzen rät zu einem verantwortungsvollen Umgang mit materiellen Dingen und der König der Schwerter trägt zu einer klaren Entscheidungsfindung bei. Vertraue heute auf die Führung des Sterns, um deinen Geist zu inspirieren und zu erneuern. Sei praktisch und verantwortungsbewusst, wie die Münzkönigin dir rät, wenn es darum geht, deine Ressourcen und deine finanzielle Stabilität zu verwalten. Triff Entscheidungen mit dem logischen und klaren Denken des Königs der Schwerter. Indem du Hoffnung, Praxisnähe und klare Entscheidungen miteinander verbindest, kannst du deine Ziele sinnvoll und fundiert erreichen.